Leute, ich bin's wieder, euer Pokémaniac. Heute begrüße ich euch zu einem neuen Teil der Lego-Building-Reihe beziehungsweise dieses iBlock-Fun-Lots-Diamond-Block, was weiß ich, schlag mich tot. Es handelt sich hierbei um kein offiziell lizenziertes Nintendo-Produkt, aber dafür sind einige Figuren, finde ich, relativ cool gemacht. Und ja, heute ist auf jeden Fall Shiggy fällig. Pikachu und Bisasam haben wir hinter uns. Am Ende zeige ich euch natürlich nochmal alle Sachen, die ich gebaut habe, in einem. Und genau, jetzt ist auf jeden Fall Shiggy dran. Ihr seht hier das Paket. Ich hole mal raus, was drin ist. Wir erhalten auch hier wieder diesen Bausatz. Wir haben blaue, braune und weiße Teile da drin. Und die sind wirklich klein, diese Steine. Wirklich klein. Aber da ist auch immer viel zusätzliche Steine drin. Falls man welche verliert. Ja, ich werde das bauen und dann bin ich wieder für euch zurück. In wenigen Sekunden. Bis gleich. So, da wären wir wieder. Wir haben Shiggy gebaut. Erfolgreich. Und hier hätten wir das gute Stück. Das hier ist Shiggy. Ihr seht hier die Augen. Mal zusammendrücken. Die Augen bestehen hier aus zwei schwarzen Steinen und einem weißen. Das sind seine großen schwarzen Kulleraugen. Dann hier haben wir die Pfoten quasi hier angedeutet. Und was mich sehr interessiert hat, war so der Rücken und Panzer. Und ich finde, von der Seite sieht er schon echt ziemlich cool aus. Dafür, dass es so ein, ja, Lego-Bild ist. Hinten sein Schweif. Und von dieser Perspektive, ich finde es auch sehr cool gemacht, hier dann mit diesem weißen Abschluss von seinem braunen Panzer. Finde ich sehr cool gemacht. Alles in allem auch eine ganz coole Figur. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, dieses Video anzuschauen. Und ihr könnt was hiermit anfangen. Diesen kleinen Lego-Kerl. Mit dem kleinen Shiggy. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und bei den ganzen anderen Openings, die noch nebenbei und weiterhin natürlich laufen. Beziehungsweise hauptsächlich. Schließlich ist ja Pokémon-Karten öffnen mein Hauptanliegen hier auf diesem Channel und das mache ich natürlich immer wieder gerne. Genauso auch wie diese ganzen anderen Sachen. Ja, bis zum nächsten Mal, euer Pokémaniac. Bis dann!